Die Festplatte eines Laptops ist schnell ausgetauscht, alles was wir dafür brauchen ist ein Schraubendreher und natürlich nicht zu vergessen die Festplatte selbst. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an, wie das vonstatten geht. Bevor wir anfangen, noch ein paar Hinweise. Jeder ist natürlich für sein eigenes Tun und Handeln verantwortlich. Das heißt, wenn du etwas kaputt machst, bist du auch selbst dran schuld und niemand sonst weiter. Des Weiteren kann es natürlich sein, dass ihr durch das Öffnen des Gerätes die Garantie verletzt. Da müsst ihr mal bei euch dann schauen, wie das Ganze genau geregelt ist. Und schlussendlich, ich zeige das hier nur exemplarisch jetzt an meinem Laptop mit einer Festplatte. Das heißt, der genaue Ablauf kann bei euch noch wieder abweichen. Wir wollen natürlich als erstes hier mal an die Unterseite des Gerätes ran. Nehmen Sie jetzt aber noch den Akku raus, nicht dass da noch irgendwo eine Spannung anliegt. Das möchte man ja nicht. Drei Schrauben sind es, die ich bei mir hier lösen muss. Das Ganze ist dann relativ fix gemacht. Zumindest wenn man hier einmal einen Videoschnitt einblendet. Dann ist man hier ruckzuck fertig, der Laptop ist offen. Passt mir mit den wirklich kleinen Schrauben auf, dass die nicht verloren gehen. Bei mir liegen sie jetzt hier relativ sicher in der Hülle drin. Und wir haben jetzt hier Zugriff auf die Unterseite des Gerätes. Da oben in der Ecke haben wir die Festplatte, ansonsten sehen wir natürlich noch Arbeitsspeicher, CPU, GPU, WLAN-Empfänger und vieles weitere. Bei meinem Festplattenkäfig sind zwei Halterungen oder beziehungsweise zwei Schrauben gesetzt, die es natürlich auch entsprechend zu lösen gilt. Auch das Ganze kann man sicherlich wieder beschleunigen mit Hilfe des Videoschnitts und auch hier mit den kleinen Schrauben passt da höllisch auf, dass die nicht wegkommen. Sind die zwei Schrauben gelöst, kann ich nun die Festplatte rausnehmen. In dem Fall ist es hier ein bisschen frickelig. Man muss die Festplatte so ein bisschen schräg halten und dann so vorsichtig rausziehen, damit auch nichts kaputt geht. Aber das ist auch relativ schnell gemacht. Nun muss natürlich die Festplatte noch aus der eigentlichen Haltung entnommen werden. Das ist hier gerade leider etwas unscharf, aber sie ist mit zwei Schrauben dort nochmal befestigt. Auch diese nehmen wir dann entsprechend jetzt wieder hinaus. Und wenn die Schrauben dann entnommen sind, kann ich die Halterung auch entsprechend wegnehmen. Habe meine nackte Festplatte vor mir und kann sie austauschen gegen die neue. In meinem Fall wird das jetzt eine SSD. Ich bin kein großer Freund von beweglichen Festplatten innerhalb des Laptops, den man so mobil auf dem Rücken, auf dem Fahrrad mit sich rumträgt. Klein wie die Schrauben sind, wird das Ganze ziemlich fummelig, wenn man vorher zu viel Kaffee getrunken hat. Da kommt man ganz schön ins Zittern, aber wenn der Festplattenkäfig dann entsprechend wieder dran ist, können wir die Festplatte relativ einfach wieder in die Position schieben. Und mit den vorher gut weggelegten Schrauben natürlich auch wieder im Gehäuse befestigen. Zieht die Schrauben nicht zu fest an, also wirklich nur gerade so handfest anziehen. Mehr braucht es hierbei gar nicht, ansonsten lauft ihr Gefahr, dass da schon wieder irgendwo Teile beschädigt werden. Und nach dem Festschrauben sind wir dann im Prinzip auch schon fertig mit dem Festplattenaustausch. Alles was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ganze natürlich gleich noch wieder verschließen. Ihr seht also, der gesamte Eingriff dauert gar nicht so lange. Insgesamt ist man hier so bei 5 bis 10 Minuten Arbeitszeit dann letztendlich dabei, um hier die Festplatte auszutauschen. Und dann kann entsprechend das neue, frische Betriebssystem installiert werden. Bei einer SSD gibt es vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten dann zu beachten. Ich packe euch da mal ein paar Links in den Blogartikel, den ihr natürlich hier im Video sowie in der Videobeschreibung entsprechend verlinkt seht. Tja, wir sind am Ende, wir sind fertig. Laptop-Festplatte austauschen in unter 10 Minuten. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen, informiert, weitergeholfen. Wenn ja oder wenn nein oder ihr noch irgendwas zu sagen habt, dann quatscht es mir unten auf die Mailbox. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.